sehr cool, weil es halt Sachen gibt, die man so, wenn man jetzt hier nicht ist, nicht erlebt. Unbeschreiblich. 3, 2, 1! Wie begeistert die Kinder sind, die Freude in den Augen der Kinder zu sehen. Ja, mir fehlen ehrlich gesagt die Worte und ich kann das nur weiterempfehlen. Man konnte einfach original da sitzen und man hat sich einfach gefreut, das mal von innen zu sehen. Das Museum für Kinder war deswegen sehr gut, weil es unterschiedliche Aspekte hatte, wie Informationen weitergegeben wurden. Einmal durch Film, natürlich auch sehr gut aufgearbeitet mit den Vitrinen, dass die Kinder, die jetzt noch nicht lesen konnten oder weniger lesen konnten im ersten Schuljahr, sich vieles anschauen konnten oder sich auch einfach nur auch anhören konnten. Ich hatte erst so ein bisschen Bedenken, weil ich auch im ersten Schuljahr viele Mädchen habe, die sich nicht so für Fußball interessieren, aber selbst die sind total auf ihre Kosten gekommen und es ist ja super viel Interaktives und es ist super viel zu sehen und insofern kommen hier alle auf ihre Kosten. Die haben super Spaß dabei und ja, ist einfach toll. Das ist eine Bestätigung, eine große Bestätigung für die Arbeit, wenn man sieht, dass Kinder Leuchten in den Augen haben, wenn Kinder sich begeistern, und zwar nicht nur für den Fußball auf dem Platz beim 1:0 sozusagen, sondern eben auch über den Fußballrand hinaus. Eine wunderbare Freude, das zu sehen, wenn Kinder den Fußball annehmen und im Fußball auch ein Stück ihres Lebens wieder sehen. Ich freue mich, dass ich hier bin. Ich würde hier 100 Sterne geben.